Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 6a und 6b, erste Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes, Ergänzung des Artikel 6 zur Stärkung der Kinderrechte sowie erste Beratung des von der Fraktion Die Linke eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes in Klammern Verankerung von Kinderrechten. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Kein Widerspruch dazu, deshalb so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat als Erste die Kollegin Katja Dörner für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, wir feiern in diesem Jahr ein großartiges Jubiläum. Vor 30 Jahren haben sich die Vereinten Nationen auf einen Katalog von 54 Artikeln verständigt, der die Rechte von Kindern weltweit festschreibt, der jedem Kind, unabhängig davon, wo es herkommt, wo es lebt, unabhängig von seiner familiären Hintergrund, seinem kulturellen oder seinem ethnischen Hintergrund, gleiche Rechte garantieren soll. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die UN-Kinderrechtskonvention ein zivilisatorischer Meilenstein ist, auf den wir stolz sein können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kinderrechtskonvention konkretisiert die allgemeinen Menschenrechte für die besondere Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Die Weltgemeinschaft hat also schon vor 30 Jahren anerkannt, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind, dass sie andere Anforderungen an den Staat stellen und auch spezielle Rechte dem Staat gegenüber haben müssen. Weil Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, wurden ihre Rechte in der UN-Kinderrechtskonvention konkret festgeschrieben. Ganz zentral sind dabei das Recht eines jeden Kindes auf Schutz, das Recht auf die Förderung seiner Entwicklung, das Recht auf Beteiligung und die Verpflichtung, die Interessen und das Wohl des Kindes bei allen sie betreffenden Angelegenheiten besonders in den Vordergrund zu rücken, sie vorrangig zu berücksichtigen. Und diese zentralen Rechte der UN-Kinderrechtskonvention haben wir in unserem Gesetzentwurf aufgegriffen. Die Aufnahme dieser Rechte in unser Grundgesetz wäre ein Meilenstein für ein kindergerechtes Deutschland. Und zum 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention sollten wir diesen Schritt gehen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nun sagen ja einige, die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde den Kindern gar nichts bringen. Ich halte das für falsch. Nun wissen wir auch alle, dass eine Grundgesetzänderung, die Aufnahme der Rechte der Kinder ins Grundgesetz, keinen Automatismus auslöst im Sinne von, wenn A, dann B. Aber die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz macht ganz konkrete Fortschritte und ganz konkrete Änderungen. Ich will sagen, mit starken Rechten im Grundgesetz würden wir den Staat beispielsweise endlich dazu verpflichten, auf allen Ebenen konsequent gegen Kinderarmut vorzugehen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem ist jedes fünfte Kind arm oder von Armut bedroht. Dieses Problem wäre lösbar, wenn wir die Weichen in der Politik anders stellen würden, wenn die Bundesregierung das Wohl von Kindern bei ihren Entscheidungen tatsächlich in den Mittelpunkt stellen müssten, wenn Kinder wenigstens konsequent mit ihren eigenen Bedürfnissen wahrgenommen werden müssten. Kinder, wie das früher im ALG II der Fall war, einfach als abgeleitete 80% Erwachsene zu behandeln, das wäre so nicht mehr möglich und das wäre ein großer Fortschritt, wenn wir die Kinderrechte im Grundgesetz hätten. Mit starken Kinderrechten im Grundgesetz würden wir die Rolle von Kindern in familiengerichtlichen Verfahren stärken. Besonders bewegt hat mich der Fall des Jungen aus Staufen, der Opfer furchtbaren Missbrauchs geworden ist. Ein Junge, der in mehreren familiengerichtlichen Verfahren kein einziges Mal angehört wurde, geschweige denn, dass sein Wohl im Vordergrund gestanden hätte. Und er ist ein besonders schlimmes Beispiel von leider viel zu vielen. Ich bin mir sicher, um den Staat darauf zu verpflichten, Kinder besser zu schützen, sind die Kinderrechte im Grundgesetz ein ganz wichtiger Schritt. Nun sagen einige auch, mit der Stärkung der Kinderrechte würden die Elternrechte beschnitten.
Das Gegenteil ist der Fall. Starke Kinderrechte stärken Eltern. Sie stärken Familien, Schutz, Förderung und Beteiligung einfordern zu können. Hier einen Widerspruch aufzumachen, ist falsch und regelrecht widersinnig. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist sinnvoll, die Kinderrechte auf Schutz, Förderung, Beteiligung und die Orientierung an Kindeswohl in dieser Kombination in unser Grundgesetz aufzunehmen, denn sie hängen eng miteinander zusammen. Das Kindeswohl setzt Beteiligung voraus. Schutz ist dann möglich, wenn Kinder konsequent beteiligt werden und ihr Wille auch etwas zählt. Und wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dass sie sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die ihre Rechte auch kennen und ihre Rechte wahrnehmen können. Unser grüner Gesetzentwurf will Kinder stark machen. Und deshalb habe ich immer von einer starken Formulierung im Grundgesetz gesprochen. Denn auf die Formulierung kommt es hier an. Kinderrechte im Grundgesetz dürfen eben gerade keine Symbolpolitik sein. Sie müssen einen echten Mehrwert für die Kinder haben. Und so schön es ist, dass die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag die Aufnahme der Kinderrechte im Grundgesetz vereinbart hat. Ich sage ganz klar, für eine schwache Formulierung, die den Kindern in diesem Land gar nichts bringt, da stehen wir Grüne nicht zur Verfügung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir eröffnen heute die Debatte, zumindest an dieser Stelle, und ich freue mich über den großen Zuspruch, den wir für unser Anliegen haben, aus der Breite der Bevölkerung, von dem großen und immer größer werdenden Bündnis für die Aufnahme von Kinderrechte ins Grundgesetz, von vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern und auch aus Fraktionen hier im Hause, die noch keinen eigenen Antrag gestellt haben. Ich hoffe, dass im Herbst zum 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention eine Zweidrittelmehrheit hier im Bundestag und auch im Bundesrat gefunden werden kann für eine Formulierung im Grundgesetz, die einen echten Mehrwert für die Kinder in unserem Land macht. Und ich glaube, Sie können hier so viel reinrufen, wie Sie wollen. Die AfD wird da keine größere relevante Rolle spielen. Und das ist auch gut so. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU, CSU und SPD haben ja bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir auch im Verfassungsrecht, auch in unserem Grundgesetz, die Situation für Kinder in unserer Gesellschaft verbessern möchten. Das ist völlig unbestritten und deshalb verfolgen wir dieses Ziel auch und haben eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe damit beauftragt, bis zum Ende des Jahres Vorschläge vorzulegen, wie man das und in welcher Form man das am allerbesten machen kann, weil wir uns im Ziel vollkommen einig sind, dass wir die bestmöglichen Voraussetzungen dafür schaffen möchten, dass Kinder sich zu eigenständigen Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft entwickeln können. Aber jenseits dieser Frage kommt es eben auch ganz entscheidend darauf an, dass wir die Verfassungswirklichkeit und das Verfassungsrecht zur Kenntnis nehmen und auch die Tatsache, dass die Diskussion über Kinderrechte im Grundgesetz ja nichts Neues ist, sondern bereits die Verfassungsväter und Mütter in den Jahren 1948 und 1949 sich mit der Frage beschäftigt haben, wie man die Rechte von Kindern am besten verankern und ermöglichen kann. Und deshalb müssen wir sehen, dass sich in den vergangenen 70 Jahren Verfassungsrealität in unserem Land natürlich da keine Leerstelle aufgetan hat, sondern ganz im Gegenteil, Kinderrechte sind durch unser Grundgesetz gewahrt und geschützt, weil alle Grundrechte in diesem Grundgesetz für alle Menschen in unserem Land gelten, unabhängig von der Frage, ob sie alt sind oder jung, ob sie arm sind oder reich und unabhängig von der Frage, ob sie krank oder gesund sind. Das ist zumindest mal das, was wir als Vorsatz haben und was durch den Artikel 6, wo die Kinder im Rahmen ihrer Familie einem besonderen Schutz unterliegen, tatsächlich auch geschützt sind. Und deshalb müssen wir in diesem Verhältnis genau überlegen, wie man diesen klaren Obersatz, nämlich Kinder in unserer Verfassung zu schützen, wie man das so gießt, dass man das austarierte Verhältnis
von Staat, von Familie, von Eltern und Kindern nicht durcheinander bringt, sondern dass man diese kluge und besonnene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die das ausbuchstabiert hat in den letzten 70 Jahren, auch entsprechend berücksichtigt und gewährleistet. Ich will nämlich an dieser Stelle eines sagen, und das Erste, was ich dazu sagen will, soll keine Relativierung sein, das ist mir wichtig. Aber wir haben vor wenigen Wochen hier in diesem Hause 70 Jahre Grundgesetz feierlich begangen. Und eine Bemerkung, die mir dort ganz besonders aus mehreren Reden in Erinnerung geblieben ist, ist die, dass unsere Verfassung nicht nur die Grundlage dafür ist, dass wir in Frieden, Freiheit und Wohlstand seit 7 Jahrzehnten in unserem Land leben können, sondern dass es letztlich mit seinen knappen Sätzen und Artikeln auch die Grundlage dafür war, Herausforderungen, die sich in den letzten 7 Jahrzehnten in unserem Land gestellt haben, vernünftig und sehr gut zu lösen. Und deshalb sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein, wenn es darum geht, Hand anzulegen an diese Verfassung und sehr genau zu schauen, welche Wirkungen es hat, weil es durchaus sein könnte, Frau Dörner, dass Sie zwar das Richtige meinen und das richtige Ziel verfolgen, aber unter Umständen mit dem, was Sie formulieren in Ihrem Antrag, letztlich das Gegenteil davon erreichen könnten. Und deswegen muss man sich so intensiv mit der Frage auseinandersetzen und beschäftigen. Und der zweite Punkt, den ich an der Stelle ansprechen möchte, ist der. Wir haben ein austariertes Verhältnis von Staat, Eltern und Kindern. Und dieses Verhältnis darf durch eine Änderung des Grundgesetzes nicht zugunsten des Staates und zulasten der Eltern verschoben werden. Das ist ein ganz entscheidendes Anliegen für uns und dafür werden wir uns auch einsetzen. Denn all das, Frau Dörner, was Sie in Ihrem Beitrag dargestellt haben, wie Kinder geschützt werden können, da muss doch vollkommen klar sein, dass Sie Kinder nicht von Ihrer Familie und den Eltern lösen können. Wer in unserem Land etwas für Kinder und Kinderrechte tun will, der muss Familien stärken und unterstützen, weil das den Rahmen bildet, wo Kinderrechte dann tatsächlich abgebildet werden können. Und da geht es dann schlicht um die Frage, dass wir Eltern auch befähigen, ihren Aufgaben, die in Artikel 6 Absatz 2 dargestellt sind, auch tatsächlich nachzukommen. Und da haben wir eine ganz klare Marschroute, die unser Verfassungsrecht vorgibt. Darüber zu entscheiden, was dem Wohl der Kinder entspricht, ist zuallererst die Aufgabe der Eltern. Und es ist Elternpflicht und Elternaufgabe und Elternrecht. Und der Staat, so steht es in Artikel 6 drin, hat eine Wächterfunktion, um zu gewährleisten, dass die Eltern diesen Rechten und Pflichten auch tatsächlich verfassungsgemäß nachkommen. An dieser Grundausrichtung wollen und werden wir nichts verändern. Sondern es kann lediglich darum gehen, dass wir klarstellen, und es ist dann in der Tat mehr als Symbolpolitik, dass es uns darauf ankommt, den richtigen rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass Kinderrechte gestärkt werden. Und Sie haben es auch angesprochen, dabei muss uns vollkommen klar sein, dass wir nicht bei Symbolpolitik stehen bleiben dürfen, sondern dass wir dann am Ende auch gefragt werden, ob wir das, was wir vorgeben zu tun, auch tatsächlich erreichen. Und dafür möchte ich nur ein Beispiel anführen. Zurzeit treffen sich gerade die Justizminister zur Justizministerkonferenz. Die beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema Kindesmissbrauch, weil wir jedes Jahr Zehntausende Fälle von Kindesmissbrauch haben und in vielen Bereichen gesetzliche Regelungen sowohl im materiellen Recht als auch im Prozessrecht letztlich noch nicht geeignet sind, um diesen Herausforderungen wirklich nachzukommen. Es ist nicht akzeptabel, dass wir im Bereich der Kinderpornografie einen niedrigeren Strafrahmen haben als beispielsweise beim einfachen Diebstahl. Und es ist auch nicht akzeptabel, dass wir unseren Ermittlungsbehörden viele Möglichkeiten nicht an die Hand geben, um Straftaten gegen Kinder in diesem Bereich auch tatsächlich aufzudecken. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass wir letztlich nicht alles Menschenmögliche tun, um diesen Tätern, die Kinder massenhaft missbrauchen, letztlich auch auf die Schliche zu kommen und ihr Handeln zu bestrafen. Und damit möchte ich einen Punkt ansprechen. Allein im Jahr 2017 gab es 8.400 Fälle von Kindesmissbrauch in Deutschland, denen nicht nachgegangen werden konnte, weil Daten gelöscht werden mussten
und letztlich diese Daten nicht zur Aufdeckung von Verbrechen zur Verfügung standen. Ich will das deshalb erwähnen, weil es ein ganz praktisches Beispiel dafür ist, dass wir etwas wirklich Wichtiges tun müssen, um Kinder zu schützen, damit sie frei aufwachsen können in unserem Land und unbeschadet von solchen Beeinträchtigungen. Dafür müssen wir uns einsetzen. Daran wird sich entscheiden, ob wir kinderfreundlich sind. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel für die AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Forderung Kinderrechte ins Grundgesetz hört sich erst einmal richtig gut an. Aus diesem Grund reagieren viele Bürger bei der Frage, ob sie sich Kinderrechte ins Grundgesetz wünschen, verständlicherweise und reflexartig mit Zustimmung. Aber sind Kinder nicht bereits vollumfänglich Träger von Grundrechten? Ist das Grundgesetz lückenhaft und müssten Kinderrechte eingeführt werden? Oder geht es in Wahrheit um etwas ganz anderes? Ich sage Ihnen, dass keine Grundgesetzänderung erforderlich ist, denn das Grundgesetz kennt keine Altersbeschränkung. Kinder sind wie Erwachsene Grundrechtsträger und genießen die Grundrechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Meinungs-, Religionsfreiheit etc. Dies ist auch die Meinung des Bundesverfassungsgerichts. Jedes Kind ist grundrechtsberechtigt und wird durch die Grundrechte umfassend geschützt. Montesquieu sagte, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Was ist also der wahre Hintergrund für diese populistische Forderung? Meine Damen und Herren, was sich hinter den Gesetzesentwürfen verbirgt, ist ein Angriff auf das Erziehungsrecht der Eltern. Der Ausdruck des linken Traums von der staatlichen Lufthoheit über den Kinderbetten. Diesem Vorhaben erteilt die AfD eine klare Absage, meine Damen und Herren. Denn nach Artikel 6 Absatz 2 sind Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Der Staat hat also eine reine Wächterfunktion. Er muss eingreifen, wenn Eltern versagen, aber er darf das Primat der elterlichen Fürsorge nicht an sich ziehen. Kinder haben das Recht auf Erziehung durch ihre Eltern und es gibt niemanden, der das besser kann als sie. Kein Staat und keine Kita. Die Eltern, nicht der Staat, sollen entscheiden, wie sie ihre Kinder erziehen und welche Werte sie ihnen mitgeben. Denn es sind gerade die schrecklichen Erfahrungen aus der Nazizeit, in der ein übergriffiger, totalitärer Staat in die Familien hineinregierte, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes zu dieser starken Betonung des Elternrechts bewogen haben. Führt man nun die Kinderrechte ein, wäre es damit an vielen Stellen vorbei. Denn dann werden Kinderrechte künftig so definiert, wie der Staat es will. Er kann diese Rechte dann als Anwalt der Kinder notfalls auch gegen deren Eltern durchsetzen. Das kann mit einer Kindergartenpflicht beginnen und mit der Entziehung von Kindern aus politisch missliebigen Familien enden. All das hatten wir im Sozialismus und im Faschismus. Das wollen wir nie mehr haben und dafür wird die AfD sich einsetzen. Und Sie sollten wissen, dass auch die CDU-CSU bis vor kurzem genauso dachte. Noch 2017 befürchtete deren familienpolitischer Sprecher eine Schwächung der Elternrechte. Ich zitiere Markus Weinberg. Ich habe die Sorge, dass die explizite Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz die Eltern in eine rechtliche Distanz zu den Eltern bringt. Letztlich betätigt sich der Staat dann als Anwalt des Kindes gegen seine Eltern. Aber auch hier hat die CDU-CSU nur wenig später eine Kehrtwende in Richtung linker Ideologie vollzogen und diese Bedenken schon im Koalitionsvertrag über Bord geworfen. Festzuhalten ist damit, was wir alle wollen, ist Liebe, Schutz und Fürsorge für Kinder. Genau aus diesem Grund fordert die AfD, eine kinderfreundliche Gesellschaft als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. Was aber mit den hier vorliegenden Gesetzesentwürfen der Linken und der Grünen bezweckt, das ist kein Mehr an Rechten für, sondern letztlich der staatliche Zugriff auf Kinder. Es geht gerade nicht darum, die Rechte von Kindern zu stärken, denn nochmal, Kinder haben bereits alle Rechte. Es geht darum, die Rechte der Eltern zu schwächen. Es geht darum, dem Staat die Möglichkeit zu geben, in das Erziehungsrecht der Eltern einzugreifen. Wir von der AfD werden uns dem entschieden entgegenstellen. Denn die Lufthoheit über den Kinderbetten gehört nicht dem Staat. Die Lufthoheit über den Kinderbetten gehört den Eltern. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun die Abgeordnete Esther Dilcher das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mein Manuskript ist schon wieder völlig durcheinander gekommen und ich denke, das sortiere ich jetzt und ich sage Ihnen auch wie, Herr Brandner, warten Sie es mal ab, vielleicht lernen Sie dann was. Kinderrechte sind Menschenrechte, sind Grundrechte. Das ist unser sozialdemokratisches Verständnis, das ist unsere Herleitung. So finden wir sie aber unserer Auffassung nach eben noch nicht in der Verfassung. Kinderrechte sind uns aber besonders wichtig und daher haben wir die 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention in der Bundesrepublik auch verabschiedet. Und ja, es ist zutreffend, dieses Übereinkommen ist bis heute noch nicht vollständig umgesetzt. Deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet, auch wenn sich das jetzt vielleicht so nicht anhörte vom Kollegen Frei, die Kinderrechte im Grundgesetz auch weiter zu verankern. Sie werden jetzt sagen, ja, dann stimmen Sie doch unserem Antrag zu. Ja, welchem Antrag? Dem von Bündnis 90 Die Grünen oder dem Antrag der Linken? Ja, Sie haben ja auch keinen gemeinsamen gemacht. Die Antwort wissen Sie aber bereits. Und deswegen denke ich, genau wie Sie, es ist hier eine rein rhetorische Frage, um uns den Eindruck zu vermitteln, wir würden unsere Hausaufgaben nicht machen. Das ist aber mitnichten so. Der Kollege Frei hat es bereits erwähnt, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeitet seit letztem Jahr und der Vorschlag ist in der Abstimmung. Daher werden wir Ihren Antrag und auch Ihren Antrag heute ablehnen und das von der Koalition in Gang gesetzte Verfahren abschließen. Und wir freuen uns aber schon auf Ihr Signal, dass Sie dann diesem Antrag hoffentlich zustimmen und wir dann die Grundgesetzänderung mit der erforderlichen Mehrheit durchsetzen werden. Es geht in der UN-Kinderrechtskonvention darum, Kinder zu schützen, zu beteiligen und ihnen eine ungestörte Entwicklung, Bildung und Ausbildung zu ermöglichen. Frage ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie erreichen wir dieses Ziel? Bis jetzt werden Kinder im Artikel 6 unseres Grundgesetzes erwähnt. Sie sind dort jedoch nur sogenannte Objekte, wenn es nämlich heißt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. In diesem Zusammenhang also nicht Subjekt mit der Möglichkeit, selbst zu handeln, sondern die in dem Zusammenhang ist das durchaus richtig und Sie dürfen es vielleicht nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in seiner Entscheidung vom 16. Januar 2002 festgestellt, dass die Gewährleistung des Elternrechts in erster Linie dem Schutz des Kindes diene. In diesem Zusammenhang einfach auch grammatikalisch gesehen, die Eltern haben das Recht und über die Kinder. Und das ist nun mal Subjekt und Objekt. Also wäre das Ziel, Kinder zu schützen, damit zumindest erreicht. Oder nicht? Teilweise ja. Kinder selbst sind als solche keine Grundrechtsträger im Sinne von Artikel 6 Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht führt dazu dann aus, das Kind sei ein Wesen mit eigener Menschenwürde, die Kollegin Marianne Harder-Kühlen hat es gesagt, und einem eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im Rahmen von Artikel 1 und Artikel 2. Aber die Kinder können ihre Rechte als Kinder selbst nicht einfordern oder durch eine Interessenvertretung ihre Rechte wahrnehmen lassen. Das müssen wir unbedingt ändern. Und durch diese Rechtsprechung kommt noch lange nicht zum Ausdruck, dass das UN-Übereinkommen einen Vorrang des Kindeswohls verankert. Das setzt nämlich voraus, dass Kinder gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft sind. In Politik, Verwaltung, Rechtsprechung wird das Kindeswohl aber leider immer noch nicht umfassend genug berücksichtigt. Ein Teil dieser Diskussion hierzu hat die Friedrich-Ebert-Stiftung im Rahmen des Zukunft 2020-Projekts unter dem Titel zusammengefasst: Machen wir es den Kindern recht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gerne erklären wir alle, Kinder sind doch unsere Zukunft. Das tut gut und das kommt an. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Wie steht es mit den Kinderrechten im Alltag? Was ist mit Kindern, die vernachlässigt und misshandelt werden? In Deutschland leben ca. 82 Millionen Einwohner, davon rund 15 Millionen Kinder,
und davon wiederum 4,6 Millionen Kinder etwa unter 6 Jahren. Und nach Schätzungen von UNICEF werden etwa 5 bis 10% aller Kinder unter 6 Jahren in Deutschland von ihren Eltern vernachlässigt. Das sind also zwischen 230.000 und 460.000 Kindern im Jahr. Und wie viele Kinder kommen noch dazu, die sich darüber hinaus durch unsere Gesellschaft vernachlässigt fühlen müssen, weil ihnen kein gleichberechtigter Zugang zu Bildung, Ausbildung und gesicherter Lebensperspektive gewährt wird? Fragen wir uns also, nimmt die Zahl dieser Opfer in Anführungszeichen ab, wenn wir Kinderrechte im Grundgesetz verankern? Unsere Verfassung ist hauptsächlich der Werterahmen für unser Zusammenleben hier in der Bundesrepublik. Und danach muss sich alles Staatliche handeln und auch das Handeln jeder und jedes Einzelnen richten. Wir dürfen bei dieser Debatte keinesfalls aus den Augen lassen und müssen unsere Rechts- und Sozialpolitik daher ausrichten, dass gerade in den sogenannten einfachgesetzlichen Regelungen, die dann auch zur Anwendung und zur Umsetzung dienen, diese Werte dann erhöht mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Damit nämlich die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz nicht nur eine leere Worthülse bleibt, sondern praktische Handlungsleitfäden für Politik, Verwaltung und Rechtsprechung geschaffen werden, die die Lebenssituation von Kindern konkret und praktisch endlich auch mit der Wertschätzung ausstattet, die sich hinter der allgemeinen Floskel "Kinder sind unsere Zukunft" dann ernsthaft verwirklichen sollte. 2015 hat das Bundesfamilienministerium eine unabhängige Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte eingerichtet. Und diese Stelle wird beobachten, ganz unabhängig, wie Kinderrechte umgesetzt werden, und sie setzt sich für Kinderrechte ein. Ich finde es trotzdem wichtig, und mit mir natürlich auch die SPD-Fraktion, dass wir als Ausdruck dieser besonderen Wertschätzung die Kinderrechte im Grundgesetz verankern werden. Und unsere sozialdemokratische Familienministerin Franziska Giffey wird seit 2018 dauerhaft jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen für die neu errichtete Bundesstiftung Frühe Hilfen. Und dieses Netzwerk leistet einen wichtigen Beitrag zur vorbeugenden Unterstützung von Familien. Durch die Verfassungsänderung wird sich auch unser Bewusstsein ändern. Und wir werden daher das eine tun, nämlich das Grundgesetz ändern, ohne das andere zu lassen, nämlich auch weiterhin unser Handeln in Gesetzgebung, Politik, Verwaltung und Rechtsprechung auf die Verbesserung von Kinderrechten ausrichten. Machen wir Kollegin es also Dilcher, unseren Kindern. Sie können weitersprechen, aber dann auf Kosten der Kollegin. Das Wort hat der Kollege Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Kinder sind unsere Zukunft, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, Kinder sind heranreifende Persönlichkeiten, und es ist gut, dass wir miteinander darüber sprechen, was wir tun können, um diesen Weg auch als Politik und als Staat zu begleiten. Und eins ist ja hier in der Debatte schon klar geworden, der erste Zugang dazu ist das einfache Recht, ist eine gute Familienpolitik, ist eine gute Bildungspolitik, ist eine gute Sozialpolitik. Und das ist es übrigens auch, was die UN-Kinderrechtskonvention will. Der ist herzlich egal, auf welcher Normstufe ihre Anliegen umgesetzt werden. Die UN-Kinderrechtskonvention will, dass die Dinge umgesetzt werden. Und das geschieht über Recht und Gesetz. Trotzdem darf man natürlich auch um die Verfassung keine Tabuzonen herum aufbauen. Also es ist völlig in Ordnung, dass wir auch über Artikel 6 sprechen. Ich muss offen gestanden sagen, dass mir einige Forderungen da sogar ein bisschen zu mutlos sind. Also die Kollegen der Grünen gehen Artikel 6 Absatz 5 an und sagen, es darf künftig nicht mehr uneheliche Kinder heißen, sondern es müsse nicht eheliche Kinder heißen. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, das Recht heute darf überhaupt keine Unterscheidung mehr machen, ob ein Kind ehelich oder nicht ehelich gezeugt ist. Das ist eine Entscheidung der Eltern, und es geht den Staat nichts an, ob das Kind in einer Ehe erzogen wird oder nicht. Das ist eine private Entscheidung der Eltern. Das Zweite, was wir hier sicherlich erwähnen müssen, ist, wenn wir Artikel 6 anfassen, ist doch die Frage, was soll sich konkret ändern? Unsere Fraktion hat dazu eine Anhörung gemacht mit wirklich auch glühenden Befürwortern.
des Projekts, auch mit harten Gegnern und vielen auch ausgewogenen Sachverständigen. Und da haben wir die Frage gestellt, was wollt ihr eigentlich, dass sich konkret in der Rechtswirklichkeit ändert? Und da gab es natürlich auch Beispiele. Also Traumatherapie für ausländische Kinder. Ich finde, darüber kann man reden, das muss man aber nicht in die Verfassung schreiben. Beteiligungsrechte in rechtlichen Prozessen oder Verwaltungsverfahren kann man in die Verfassung schreiben. Entscheidender ist aber, dass wir es ins einfache Gesetz schreiben, weil da muss es ohnehin gemacht werden. Also wenn man dann mal fragt, was es bedeuten soll, ist eigentlich das Hauptziel, ich sag mal, ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Darüber, finde ich, kann man reden, aber dann muss doch ein Obersatz klar sein. Wenn man die Verfassung in Artikel 6 anfasst, dann darf kein Schaden entstehen. Und da, finde ich, muss man jetzt auch einmal differenzieren. Bislang sind die beiden Anträge alle in einen Topf geworfen worden. Das, was die Linke hier beantragt, nämlich Artikel 6 Absatz 2, auf dem über 70 Jahre verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Stärkung und zum Schutz des Kindes, zur Stärkung und zum Schutz der Familie zu basieren, einfach mal auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern und dann zu glauben, das stärke die Rechte von Kindern, das ist eindeutig verfassungsrechtlicher Schaden, weil in dem Dreieck aus staatlichem Wächteramt, Familie und Kindern ist das kein Gesetz zur Stärkung von Kindern. Sie wollen ein Gesetz zur Schwächung der Familien und zur Stärkung des Staates, und das wird mit uns nicht zu machen sein. Da gehen die Grünen schon vorsichtiger und klüger vor, weil sie nicht plötzlich die Obliegenheiten der Eltern zur Erziehung der Kinder mal eben auf den Müllhaufen der Verfassungsgeschichte befördern wollen, so wie sie das tun, sondern sie stellen neben das Erziehungsrecht der Eltern plötzlich das Wohl des Kindes. Und das ist natürlich etwas, das kann man machen, nur in Wahrheit ist das ja nicht neu. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt doch ganz eindeutig, wir haben das Konzept der Elternverantwortung. Und die Elternverantwortung ist immer zuerst dem Wohl des Kindes verpflichtet. Und jetzt müssen Sie doch eine Frage beantworten, und da bin ich sehr gespannt, was die Anhörungen dazu ergeben werden. Wollen Sie entweder nur etwas reinschreiben, was schon längst Praxis ist, dann hat es Appellwirkung, dann kann man es machen. Oder ist es so, wie es ein zunehmend großer Teil der Staatsrechtswissenschaft sagt, dass wenn Sie in dem bewährten, balancierten Dreieck aus staatlichem Wächteramt, der Familie und den Eltern und den Kindern plötzlich zusätzlich eine Formulierung hereintragen, die entweder nichts verändert oder möglicherweise dieses Dreieck zulasten von Kindern und Familie und zugunsten des Staates stärkt es, dann ist auch das keine Stärkung von Kinderrechten, sondern nur eine Stärkung des Staates. Und darüber wird im weiteren Verfahren zu reden sein. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Müller für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im 30. Jahr der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention führen wir im Deutschen Bundestag erneut eine Debatte über die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, und das ist gut. Übrigens, die erste Initiative dazu gab es von der PDS-Bundestagsfraktion in der 14. Wahlperiode, die 2000 bereits einen Gesetzentwurf eingebracht hat, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Und ebenso lang mahnt uns der Dr. Buschmann, ebenso lang mahnt uns der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in seinen abschließenden Empfehlungen zu den Staatenberichten, die die Bundesregierung alle 5 Jahre abgibt, zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland auch bitte endlich die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Das ist keine fantastische Diskussion oder so, sondern das ist Realität. Und die UN-Kinderrechtskonvention ist bereits geltendes, einfaches Bundesrecht. Sie hat nicht Verfassungsrang, aber sie ist mit der vollständigen Ratifizierung dank der FDP 2011, weil Konservative, aber auch Sozialdemokraten und Grüne das relativ lange, fast 20 Jahre nicht hingekriegt haben, ist seit 2011 in Deutschland vollständig geltendes, einfaches Bundesrecht, und es genügt ihm nicht, und ich will Ihnen die Gründe aufzählen, warum. Warum sollen Kinderrechte ins Grundgesetz? Die Gegner sagen, Elternrechte würden eingeschränkt werden. Ja, um Himmels Willen, Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern. Was ist denn das für eine verquere Vorstellung von Familie, die Sie haben? Bei der AfD interessiert mich, Sie haben sowieso ein verqueres Familienbild. Aber was ist denn das für ein Bild von Familie, was Sie hier entwickeln, wo Kinder und Eltern ständig im Konflikt miteinander sein würden und der Staat jetzt intervenieren würde? Das ist doch nicht die Realität. Die Realität ist, dass Sie Elternrechte stärken, wenn Sie die Rechte der Kinder stärken. Dazu müssen Sie mal wissen, was Kinderrechte sind.
Und zweitens, Sie haben gar keine Ahnung, was Grundrechte offenbar sind. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, nicht in der Familie gegen die Eltern. Das heißt, wenn ich die Kinderrechte im Grundgesetz stärke, dann stärke ich Abwehrrechte gegenüber dem Staat und nicht gegenüber den Eltern. Gucken Sie noch mal rein, dann sehen Sie das. Das zweite Argument ist, Menschenrechte würden ja auch für Kinder gelten. Ja, das stimmt. Aber Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besonderen Anspruch auf Schutz. Sie haben besonderen Anspruch auf Förderung und besonderen Anspruch auf Beteiligung. Und zwar übrigens andere als Erwachsene haben. Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel geben. Wir hatten jetzt gerade Europa- und Kommunalwahlen. Zu den Europawahlen gab es verschiedene Vorstöße in der Debatte, das Wahlalter zu senken. Kinder und Jugendliche haben kein Wahlrecht. Sie sollen aber nach UN-Kinderrechtskonvention und allen Dingen, die sie betreffen, beteiligt werden. Weil das aber nun mal jetzt nicht so ist. Weil in Deutschland Wahlrecht bei Bundeswahlen nur Deutsche haben, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, heißt das, wir müssen Kinder besonders beteiligen, und zwar eben anders als Erwachsene, die Wahlrecht haben. Und deswegen brauchen wir Kinderrechte auch im Grundgesetz. Oder die Proteste von Fridays for Future. Da wird die Schulpflicht gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausgespielt. Im Zweifel werden Kinder eben nicht beteiligt. Entscheidend ist doch aber hier die Versammlungsfreiheit. Und das zeigt, wir müssen auch hier die Rechte von Kindern stärken, weil an dieser Stelle das eben überhaupt nicht so klar ist, wie es ist. Meine Redezeit ist so gut wie zu Ende. Ich glaube, Sie müssen da eine Kurzintervention machen. Das zeigt die komplette Verlogenheit der Debatte. Und Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Der letzte Punkt, der mir besonders wichtig ist, bevor meine Kollegin Sabine Zimmermann die zweite Rede halten kann. In kaum einem Land Europas entscheidet die soziale Stellung so viel über den Bildungserfolg von Kindern. Und wenn wir sagen, es gibt das Recht auf Förderung, was besonders verankert werden muss, dann zeigt uns das neben den großen Themen Kinderarmut und anderen, die Katja Dörner schon angesprochen hat. Wir brauchen ein besonderes, in der Verfassung verankertes Sie können gern Recht weitersprechen, auf Förderung. Das kostet aber die Kollegin Zimmermann die Redezeit. Wir brauchen ein spezielles Recht auf Förderung. Ich bitte Ihnen nach der Überweisung in den Ausschuss unseren Anträgen zuzustimmen. Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, unter den vielen möglichen Beschreibungen unserer Welt ist auch eine möglich, die die Kinder in den Mittelpunkt stellt und die deutlich macht, dass unsere Welt jung ist. Über 2 Milliarden Menschen sind derzeit unter 15 Jahre alt. Und für diese Menschen weltweit ist die UN-Kinderrechtskonvention Hoffnung und Zuversicht zugleich. Weil wir wissen, dass wir nur eine Zukunft haben, wenn wir auf die Kinder setzen und ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen gewährleisten. Überall auf der Welt. Und ich weiß, dass in vielen Teilen der Welt noch nicht in dem Umfang möglich ist, wie wir es uns erwünschen. Aber trotzdem bedeutet 30 Jahre Kinderrechtskonvention auch 30 Jahre Hoffnung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment. Und die großen Punkte der Kinderrechtskonvention kann man zusammenfassen hinter dem Streben nach einem besseren Kindeswohl, nach einem Verbot von Diskriminierung, nach Beteiligung und nach einem Recht auf Leben und Entwicklung. Und das alles findet sich in dieser Konvention, die übrigens bereits im Range eines einfachen Bundesgesetzes in Deutschland vollumfänglich gilt. Deswegen ist die Frage in der Tat erlaubt, ob es eine Begründungsnotwendigkeit gibt, neben der UN-Kinderrechtskonvention auch eine Verfassungsänderung herbeizuführen. Und zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass auch unter der Geltung des bereits jetzt seit 70 Jahren bestehenden Artikel 6 unseres Grundgesetzes hervorragende Veränderungen für Kinder in Deutschland möglich waren, auch unter Geltung dieses Grundgesetzes. Als im Jahr 1948/49 das Grundgesetz verabschiedet worden ist, ja, da sind in den Schulen in Deutschland Kinder noch gezüchtigt worden. Und das Recht auf gewaltfreie Erziehung ist erst im Jahr 2000 in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden. Das zeigt, dass wir einen langen Weg bereits hinter uns haben und dass durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ganz klar gesagt hat, das Wohl der Kinder liegt den Eltern besonders am Herzen. Und eine kindgerechte Entwicklung steht auch im Mittelpunkt des Erziehungsauftrages. Auch dazu geführt hat, dass sich in unserem Land bereits zu Recht unendlich viel getan hat. Und trotzdem stehen wir vor dem juristischen Problem, dass wir einerseits Kinder
mit ihren besonderen Lebenssituationen haben und andererseits bei der Beurteilung ihrer Stellung die UN-Kinderrechtskonvention als einfaches Bundesgesetz heranziehen müssen. Und deswegen haben wir uns als Große Koalition auf den Weg gemacht, zu sagen, wir wollen aus dieser Situation heraus etwas Besseres schaffen. Und da trete ich jedem entgegen, der das juristisch bewusst oder unbewusst, weil es nicht anders kann, falsch bewerten möchte. Es geht darum, dass wir nach wie vor im Mittelpunkt unserer Überlegungen das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder haben. Weil die Elternverantwortung im Mittelpunkt auch der Erziehungsarbeit steht und damit die Familie die Organisation ist, die zuständig ist für die Erziehung der Kinder. Aber gleichwohl wollen wir auch, dass im Rahmen der Erziehungsleistung von Eltern durch ein Wächteramt des Staates begleitet, wir die Rechte auch der Kinder stärken und damit deutlich machen, dass uns eine kindgerechte Gesellschaft besonders am Herzen liegt. Und wenn wir überall deutlich machen, zu Recht, dass die Stärkung von Familien im Mittelpunkt unserer Politik steht, dann wollen wir das auch durch eine Änderung im Grundgesetz deutlich zum Ausdruck bringen, weil uns die Kinder und ihre Rechte besonders am Herzen liegen. Wir wollen und werden aber eine Änderung des Grundgesetzes sehr sorgsam angehen. Wir haben zunächst einmal die Frage, wo denn diese Änderung auch angesiedelt sein wird. Ob es in Artikel 2, wie einige Staatsrechtslehrer vorschlagen, oder im Artikel 6. Und ich glaube, es muss genau dorthin, wo es auch hingehört, nämlich im Umfeld der elterlichen Sorge für ihre Kinder, weil wir daran nichts ändern wollen. Und ich mache auch darauf aufmerksam, dass die Verfassung gerade in den ersten 20 Artikeln auch eine schöne ästhetische Sprache hat. Deswegen haben es Kinder verdient, dass wir auch mit einer schönen ästhetischen Sprache ihre Rechte besonders hervorheben. Und ja, man kann jetzt darüber sprechen, ob das, wie manche behaupten, Symbolpolitik sei oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir für die Rechte von Kindern eintreten und uns auf den Weg weiterhin machen, eine kindgerechte und familienfreundliche Gesellschaft zu entwickeln, dann kann das niemals Symbolpolitik sein, sondern es ist ein wichtiger staatlicher Auftrag, den wir dort umsetzen. Und wir haben in den letzten Jahren, meine Damen und Herren, das Grundgesetz auch wegen vieler Dinge geändert. Insbesondere auch mit einer Sprache, die eher an Verwaltungsrecht erinnert. Ich erinnere an die Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Da können wir doch im gleichen Atemzug uns auch überlegen, was und mit welchem Satz wir die Rechte von Kindern insbesondere im Grundgesetz verankern. Aber das wird nicht ausreichen. Es wird auch darum gehen, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen. Es geht auch darum, dass wir uns nach wie vor sehr stark einsetzen für die Verbesserung von Bildungschancen für Kinder, auch für eine inklusive Bildung. Wir sind gerade dabei, die Kinder- und Jugendhilfe auf noch bessere und praxistauglichere Füße zu stellen. Wir müssen weiterhin sprechen über Entlastung von Familien im Steuerrecht. Da können wir auch sprechen über die Frage, warum denn eigentlich der Kinderfreibetrag immer noch nicht auf der Höhe des Freibetrages für Erwachsene ist. Das sind alles Themen, über die wir reden können. Weil es kommt am Ende des Tages darauf an, wie wir die Rechte von Familien, aber wie wir auch Kinder ganz konkret stärken. Weil unser Ziel muss in der Tat sein, dass wir eine der kinderfreundlichsten Gesellschaften auf der Welt sind. Weil der Satz, dass Kinder unsere Zukunft sind, ist keine unverbindliche Programmempfehlung, sondern ist der Kern unserer Politik. Deswegen werden wir sehr sorgsam eine Grundgesetzänderung angehen, weil die Kinder, um die es geht, die haben es verdient, dass wir uns mit dieser Grundgesetzänderung sehr sorgsam und intensiv beschäftigen. Darauf machen wir uns auf den Weg. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne, in diesem Jahr wurde unser Grundgesetz 70 Jahre alt. Es hat bislang ziemlich viele Änderungen eher und überlebt. Der Staats- und Verfassungsrechtler Grimm beklagte unlängst die Aufblähung des Grundgesetzes, aus gutem Grund. Denn alles, was in der Verfassung geregelt ist, wird der Politik
entzogen. Jede Grundgesetzänderung schränkt den Souverän, also das Volk und seine zurzeit 709 Mitglieder, die fast alle hier sitzen, massiv ein. Und jede Grundgesetzänderung stärkt und politisiert das Bundesverfassungsgericht mit seinen nur 16 Mitgliedern. Es gibt also eine Schieflage bei jeder Grundgesetzänderung, wo wir uns dann binden. Meine Damen und Herren, das vorweg. Der hier diskutierte Antrag der Grünen kommt unter dem sympathischen Titel Kinderrechte daher. Er verfolgt aber das gleiche Ziel wie der Antrag der Linken. Das passt übrigens zu der Beobachtung, meine Damen und Herren, wonach diese beiden linken, hetzerischen und spalterischen Extreme des politischen Spektrums sehr häufig und vor allem auch hier im Bundestag komplizenhaft zu Lasten Deutschlands und der Deutschen agitieren und agieren. Meine Damen und Herren, der Bürger muss wissen, da wo links grün oder bunt draufsteht, ist stets auch sehr viel international-sozialistisches Rotes drin, meine Damen und Herren. Und genauso ist es auch hier. Sie wollen typisch Freiheiten einschränken und die Familie entwerten. Sie von grün bis ganz links wollen den Eltern in die Erziehung der Kinder pfuschen. Im Ergebnis wollen sie unsere Kinder verstaatlichen. Das ist die unterste Schublade politischen Handels und sollte für jeden, der für unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung steht und jedem, der gegen noch mehr Staat ist, zu denken geben und von jedem, der so tickt, abgelehnt werden. Deshalb werden wir von der AfD das ablehnen. Etwas Entwarnung gibt es. Die Grünen und die linken Antragsteller verfolgen ihre verwerflichen Ideen nicht so richtig mit Werbe. Sie wollen noch offenbar nur ein wenig provozieren. Ansonsten hätten sie ihre lieblos zusammengeschusterten Anträge nicht erst vor wenigen Stunden in schlechter Schriftform präsentiert. Der Gesetzentwurf der Linken, meine Damen und Herren, erinnert an einen lieblos zusammengestückelten Entwurf einer Verwaltungsvorschrift und erfüllt nicht annähernd die Ansprüche an einen ernstzunehmenden Gesetzentwurf zur Änderung unseres Grundgesetzes. Sie zitieren nicht mal die richtige Version des Grundgesetzes, da haben Sie offenbar falsch gegoogelt. Formell etwas besser, liebe Grüne, ist Ihr Antrag, inhaltlich aber nicht. Sie kennen Artikel 6 Absatz 1, er wurde oft zitiert heute. Ehe und Familie stehen unter dem staatlichen Schutz und zur Familie gehören, sofern vorhanden, natürlich auch die Kinder. Und deshalb gehören sie auch begrifflich genau dahin und dürfen von den Familien nicht getrennt werden. Das, was in Artikel 6 Absatz 2 geregelt ist, reicht völlig aus. Die Kinder sind volle Grundrechtsträger. Kollegin Haider-Kühnel hatte darauf hingewiesen. Von Anfang an war Ihnen das aber ein Dorn im Auge und die linken Gruppierungen haben die Axt und die Äxte an die Keimzelle unserer Gesellschaft und die wichtigste Gemeinschaft unseres Zusammenlebens gelegt, in den letzten Jahren noch zunehmend mithilfe der Schwarzen und der Hellroten und der Gelben, wenn ich an die Homo-Ehe denke, die verfassungswidrig ist. Meine Damen und Herren, als nächster Schritt sollen nun die Kinder verstaatlicht werden und da machen Sie offenbar alle mit. Das, was Kollege Ulrich gerade geschildert hat, was Frau Kollegin Dielicher geschildert hat, das lässt tief blicken und uns mit großer Sorge aus dieser Debatte herausgehen. Diese unheilige Allianz, meine Damen und Herren, aus Rot-Grün, meist unterstützt durch Schwarz und Gelb in der Familienpolitik, zeigt auch heute wieder, wes Geistes Kind Sie sind. Sie wollen Familien zerstören, Sie wollen Eltern entrechten und Kinder mithilfe des Staates in die Position gegen ihre Eltern bringen. Da machen wir auch nicht mit, meine Damen und Herren. Sie wollen nicht mehr Kinderrechte, Sie wollen weniger Familie und mehr Staat. Das geht mit der AfD nicht. Dafür werden wir kämpfen. Und Ihre Zweidrittelmehrheit, die Sie hier in den Raum gestellt haben, die können Sie sich abschminken, meine Damen und Herren. Wir lehnen daher diese familien- und gesellschaftsfeindlichen Gesetzentwürfe ab. Wobei nur am Rande der bekannte und berüchtigte Umgang der Grünen mit Kindern erwähnt sei. Ich sage nur Frühsexualisierung, diese Pädophilie können Sie und jetzt leider nicht mehr machen. Sie müssen mit einem endet, Punkt meine setzen. Damen und Herren. Braucht es das, fragte einer von Ihnen. Das war, glaube ich, der Herr Grundl beim letzten Mal. Herr Brandner, ich gebe diese Ihre Frage Redezeit gerne ist zurück. Abgelaufen. Ich gebe diese Frage gerne und ich zurück. Bin gehalten, Ihnen dann das Wort zu entziehen, wenn ich Sie gebe, nach der nein, zweiten Ermahnung jetzt nicht den Punkt setzen. Ich gebe Punkt diese Frage setzen. Zurück. Das braucht es nicht genauso wenig wie Sie. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Susan Rüdrich für die SPD-Fraktion. So, kommen wir aus dem Kabarett mal wieder in den Bundestag zurück. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, aber nicht nur. Sie sind ja jetzt schon da. Und genau genommen geht es auch noch nicht mal um uns, sondern um Sie. Um die Kinder, und zwar um ihrer selbst willen.
Um das heutige Leben von allen Kindern in unserem Land geht es, wenn wir fordern, Kinderrechte müssen endlich den Stellenwert bekommen, den die Kinder verdienen. Sie müssen auf Augenhöhe kommen mit den anderen Grundrechten. Wir haben gerade den 70. Geburtstag unseres Grundgesetzes gefeiert, aber wir hatten am 1. Juni auch den Kindertag. Mit Kinderrechten im Grundgesetz ist dann jeder Tag Kindertag. Denn um deren Wohlergehen und deren Entwicklung hat es uns allen an jedem Tag im Jahr zu gehen. Da wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ja mit Ihnen, liebe Grüne und liebe Linke, einig sind, freue ich mich also, dass wir diese Debatte heute hier haben. Noch mehr freue ich mich aber, dass wir uns da ja auch in der Regierung einig sind und deswegen aus der CDU, CSU und mit der SPD eben in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass wir die Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen. In der Kinderkommission des Bundestages haben wir in der letzten Legislatur schon unter meinem Vorsitz uns angeschaut, wie sieht es denn aus mit der Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland. Tja, und da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Denn es kommen eben nicht alle Kinder zu ihrem Recht, wie es eigentlich möglich und nötig wäre. Kinder, deren Eltern wenig Geld haben, sind oft ausgeschlossen, haben schlechtere Chancen in der Schule, sind weniger gesund. Ja, Kinderarmut hat Folgen. Ich persönlich setze mich daher schon lange für eine Kindergrundsicherung ein und will, dass eben kein Kind mehr arm ist in Deutschland. Wir schauen aber auch auf beispielsweise die Kinder mit Behinderungen. Welche Kämpfe müssen Sie und Ihre Eltern ausstehen, um endlich zu Ihrem Recht zu kommen? Sie haben aber das Recht, gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und davon sind wir noch viel zu weit entfernt bei allen großen Schritten, die wir unzweifelhaft getan haben. Kinder mit Migrationsbiografien, entweder bei sich selbst oder in ihren Familien, erleben weiterhin Diskriminierung. Und das geht nicht. Flüchtlingskinder sind sogar an vielen Stellen viel zu lange abgeschottet und ausgeschlossen. Sie spielen gar im Asylverfahren de facto kaum eine Rolle. Und das geht auch nicht. Solange Kinder, deren Geschlecht nicht so eindeutig Junge oder Mädchen ist, wie es die Mehrheitsgesellschaft eben oft erwartet, sogenannte Interkinder, immer noch unnötigerweise geschlechtsangleichenden Operationen ausgesetzt sind, müssen wir uns um die Kinderrechte und das Recht auf körperliche Unversehrtheit und freie Entwicklung der Identität der Kinder weiterhin sorgen. Denn diese Kinder können sich nicht wehren. Und nur mal so nebenbei, das Recht auf Spiel und die freigestaltete Zeit für Kinder, die ignorieren wir Erwachsenen nur umso lieber und sehr gern. Und dann, wenn wir die Kinder dann mit unseren ökonomisch geprägten Leistungsanforderungen so richtig schön vollgestopft haben, behaupten wir hinterher immer noch, dass die Jugend von heute ja quasi kaum noch lesen und schreiben könnte. Was für ein fürchterliches Bild zeichnen wir häufig von unseren Kindern und Jugendlichen. Als Mutter von drei kleinen Kindern und als jemand, jetzt hören Sie doch mal auf, immer dazu zwischen zu quatschen, Sie wollten hierher, also müssen Sie mir jetzt auch zuhören. So. Also, als Mutter von drei kleinen Kindern, als jemand, die Bildungsarbeit in Schulen mit jungen Ehrenamtlichen gemacht hat, als ehemalige Vorsitzende eines Kinder- und Jugendverbandes, kann ich nur sagen, unsere Kinder sind großartig und jede und jeder junge Mensch ist wunderbar und in unserer Gesellschaft herzlichst willkommen. Und um das klarzumachen, freue ich mich so über die heutige Debatte. Und endlich, endlich nach langer Zeit, in der Kinder- und Jugendverbände, Kinderärzteverbände und, zusammen mit vielen eben auch in den Parteien für die Kinderrechte im Grundgesetz gekämpft haben, wird es in diesem Jahr hoffentlich endlich soweit sein. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich hier den Ruck geben und mit uns zusammen Ja sagen. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeitet und wird uns hoffentlich in diesem Jahr einen Formulierungsvorschlag vorstellen. Über die Bundesländer werden ja auch Sie, liebe Grüne und Linke, natürlich auch die Möglichkeit haben und diese Möglichkeit nutzen, auch jetzt schon Ihre Formulierungsvorschläge mit einzubringen. Ich gehe davon aus, dass Sie das tun. Ich erwarte, dass wir dann hier im Parlament einen umfassenden Vorschlag diskutieren, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe halt irgendwie einigen konnten. Was wir aber nicht brauchen, ist jetzt parallel Formulierungen zu beschließen, um dann mehrere Parallele im Verfahren zu haben. Den Formulierungsvorschlag der Arbeitsgruppe, den können wir ja dann, wenn wir ihn endlich bekommen und wenn wir ihn kennen, mit den umfassenden Formulierungsvorschlägen und Vorstellungen von uns hier abgleichen.
Es geht um Schutz, um Förderung, Entwicklung und Beteiligung. Ohne Beteiligung etwa ist ja das Wohl des Kindes überhaupt nicht zu ermitteln. Ohne Beteiligung funktioniert auch Kinderschutz nicht. Ein Kind muss nämlich erfahren und erlebt haben, dass seine Meinung, seine Rede eine Wirkung hat, damit es sich eben im Ernstfall auch an Erwachsene wendet, wenn ihm etwas zugestoßen ist oder ihm etwas angetan wurde. Und es geht auch nicht nur um irgendeine Förderung, um irgendeinen Schutz, sondern um den bestmöglichen. Und das ist der Geist, den die Kinderrechtskonvention atmet. Es muss unser Anspruch und unser Versprechen sein, dass wir jedem Kind und jeder Familie die bestmöglichen Bedingungen schaffen. Und wir stärken mit den Kinderrechten die Eltern, denn sie sind die Sachwalter der Rechte ihres Kindes. Und sie sollten nicht kämpfen müssen, um mit ihrem Kind zu ihrem Recht zu kommen. Geben Sie uns also lassen Sie uns einen Ruck geben, lassen Sie uns die Kinderrechte ins Grundgesetz nehmen, unserem Grundgesetz die Kinderrechte schenken, denn diese Kinderrechte stünden unserem Grundgesetz unheimlich gut. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Matthias Seestern-Pauli für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit über 20 Jahren wird nunmehr die Debatte über die Aufnahme von Kindergrundrechten ins Grundgesetz geführt und das kriegen wir zum Teil ja auch heute mit, sehr kontrovers. Dies haben wir als Freie Demokraten Ende letzten Jahres zum Anlass genommen, einen Fachkongress durchzuführen, um uns abermals intensiv mit allen Facetten dieses Themas auseinanderzusetzen. Ich persönlich als Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher meiner Fraktion, aber auch als Lehrer, vor allem aber als Vater, bin ich immer dafür, die Rechte und Chancen von Kindern zu stärken. Und hierzu kann die Aufnahme eines Kindergrundrechts ins Grundgesetz ein Instrument sein, so wie es im Übrigen auch viele Verbände wie das Deutsche Kinderhilfswerk oder UNICEF Deutschland seit langem fordern. In diesem Zusammenhang sage ich aber auch ganz klar, wir Freie Demokraten wollen keinen miterziehenden Staat. Wir Freie Demokraten wollen explizit nicht, dass die Rechte von Kindern und Eltern durch eine Grundgesetzänderung gegeneinander ausgespielt werden. Hier besteht bei vielen, bei renommierten Staatsrechtlern, aber auch bei einigen Verbänden die große Sorge, dass genau dies jedoch passieren könnte. Und diese Sorge sollten wir ernst nehmen, vor allem, da alle betonen, dass dies gerade nicht passieren soll. Wir sollten dies außerdem ernst nehmen, weil wir hier über eine Änderung unseres Grundgesetzes diskutieren. Und eine solche Änderung hat fundamentale Folgen, nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern für die kommenden Jahrzehnte und Generationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird also darauf ankommen, eine adäquate Formulierung zu finden, die beide Aspekte, die ich gerade benannt habe, nämlich erstens die Stärkung unserer Kinder und zweitens das Elternrecht vor dem Schutz staatlichen Eingriffs sicherzustellen. Und es wird darauf ankommen, wo genau diese Grundgesetzänderung angesiedelt werden soll. Die hierfür eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe, haben wir ja gerade schon gehört, ist mehr oder minder auf den letzten Metern. Und ich halte es für dringend notwendig, das Abschlusspapier dieser Arbeitsgruppe abzuwarten. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens aus Respekt gegenüber der Arbeit dieser Arbeitsgruppe. Und zum Zweiten, um auf diesem Ergebnis gemeinsam und konstruktiv aufbauen zu können und um zu einer guten Lösung im Sinne unserer Kinder als auch unserer Eltern zu kommen. Lassen Sie mich abschließend auf einen wichtigen Aspekt eingehen, der auch hier schon mehrfach angesprochen wurde. Unabhängig von einer möglichen Grundgesetzänderung müssen wir uns darauf konzentrieren, durch einfach gesetzliche Regelungen und Gesetzungen die Rahmenbedingungen für unsere Kinder so zu verbessern, dass die Belange von Kindern insgesamt mehr berücksichtigt werden. Denn eine Grundgesetzänderung alleine wird dieses Ziel nicht erreichen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen sagt zur Lage der Kinderrechte in Deutschland: Kinderarmut ist verbreitet, sie betrifft Kinder Alleinerziehender,
kinderreicher Familien, Familien mit Migrationshintergrund und Familien, in denen Eltern erwerbslos oder prekär beschäftigt sind. Der Ausschuss fordert den Kampf gegen Kinderarmut, einen angemessenen Lebensstandard für Kinder und bessere Unterstützung für arme Familien. Genau das fordert die Linke seit Jahren, und hier in der Regierung bewegt sich leider nichts, meine Damen und Herren. Seit Jahren stagnieren die Zahlen von Kindern in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften bei rund 2 Millionen Kinder. Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, endlich mal ein wirksames Konzept gegen Kinderarmut vorzulegen. Stattdessen gibt es 10 Euro mehr Kindergeld ab Juli, wovon Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften nichts, aber auch gar nichts haben, denn es wird ihnen beim Regelsatz wieder weggenommen. So organisiert der Staat auf dem Rücken der Kinder jedes Jahr zusätzlich Haushaltseinsparungen von 5 Milliarden Euro. Das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Die Linke fordert eine Kindergrundsicherung, die jedem Kind in diesem Land gleiche Chancen aufzeigt und vor allen Dingen sichert. Kinderarmut ist keine Lappalie. Sie gehört zu den schwersten Verletzungen des Kindeswohls. Das Kindeswohl ist das Leitmotiv der UN-Kinderrechtskonvention und sollte es auch im deutschen Recht sein. Und das betrifft alle Rechtsbereiche. Es muss sich etwas tun in der Gesetzgebung, in der Verwaltung, aber auch in der Rechtsprechung. Ein eigenständiges Grundrecht für Kinder und Jugendliche ist daher keine Symbolpolitik. Es bindet den Gesetzgeber, es verpflichtet die Gerichte, Gesetze verfassungskonform anzuwenden, dass das Kindeswohl vor allen Dingen gewährleistet ist. Es bewirkt, dass sich Kinder gegen die Verletzung ihrer Rechte mit der Verfassungsbeschwerde wehren können. Und das, meine Damen und Herren, ist bitter nötig. Und weil Gegenwehr auch nicht ausreicht, braucht es auch echte Beteiligungsrechte für Kinder und auch für Jugendliche. Das fordert die Linke. Und so geht nämlich lebendige Demokratie. So geht politische Bildung, meine Damen und Herren. Artikel 6 im Grundgesetz zu ergänzen, ist ein erster Schritt, ein Minimum, worauf sich eigentlich die demokratischen Parteien hier einigen müssten. Und meine Damen und Herren der SPD und der CDU, Sie haben es im Koalitionsvertrag drin zu stehen. Machen Sie also ernst und schreiben Sie die Kinderrechte ins Grundgesetz. Sie haben die Linke an der Seite, also tun Sie was. Dankeschön. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Abgeordnete Ingmar Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Und während er auf dem Weg hier nach vorne ist, bitte ich die zu den folgenden 18 Abstimmungen herbeigeeilten Kolleginnen und Kollegen Platz zu nehmen und auch für diesen Beitrag die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen. Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Auch wenn Sie glauben, dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich nur wegen der Abstimmungen da sind, freue ich mich trotzdem, dass Sie für Aufmerksamkeit sorgen möchten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nach einer Stunde Debatte, jetzt ist es etwas schwierig, hier wirklich noch etwas Neues beizutragen. Ich will es gleichwohl etwas versuchen, auf etwas einzugehen, was wir bereits gehört haben. Anknüpfend vielleicht an den letzten Wortbeitrag, möchte ich hier doch auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Der Eindruck, der hier in manchen Wortbeiträgen vermittelt wurde, ist, Kinder seien nicht grundrechtsfähig, Kinder hätten keine Grundrechte, ist vollkommen falsch und den sollte man auch so nicht stehen lassen, meine Damen und Herren. Kinder sind grundrechtsfähig, Kinder sind auch beschwerdefähig, das wurde eben auch mal kurz abgesprochen, und natürlich sind sie im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung, wie wir sie seit 70 Jahren leben, absolut geschützt und genießen besondere Rechte. Daran sollten wir auch gar keinen Zweifel lassen, meine Damen und Herren. Und gleichwohl haben wir uns in der Koalition vorgenommen, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist jetzt mehrmals erwähnt worden, zu prüfen, auf welchem Weg wir eine besondere Formulierung von Kinderrechten im Grundgesetz auch schaffen können. Und da mahne ich uns doch alle an, wirklich Sorgfalt zu wahren, wenn wir hier die Verfassung ändern. Denn manchmal ist etwas gut gemeint und am Ende dann nicht gut gemacht. Eins kann ich aber heute schon sagen.
So wie die Linke glaubt, die Verfassung ändern zu können, indem sie das, was sich bewährt hat, was übrigens auch Kinder seit 70 Jahren schützt, nämlich das Modell von Elternrechten, Kinderrechten, Familienschutz in unserer Verfassung, dass wir das über den Haufen werfen. Herr Buschmann hat zu Recht darauf hingewiesen, das kann ich Ihnen heute schon sagen, wird mit der CDU-CSU-Fraktion auf gar keinen Fall zu machen sein, meine Damen und Herren. Und auch bei dem zugegebenermaßen wesentlich abgewogenen Vorschlag der Grünen muss man doch schon genau hinschauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie dort formulieren mit einem Spezialgrundrecht in dem Absatz 4a, klingt im ersten Moment gut, aber was daraus in Auslegung und Rechtsprechung am Ende passiert, wenn Sie ein Spezialgrundrecht rausgreifen, das gewähren und andere nicht, möglicherweise dann an anderer Stelle Kinderrechte sogar einschränken, wenn wir eine solche Spezialregelung haben. Das müssen wir uns genau anschauen. Deswegen sind wir gut beraten, den Vorschlag der Experten der Kommission abzuwarten und dann gemeinsam mit aller Sorgfalt zu diskutieren und nicht vorschnell hier Formulierungsvorschläge für die Änderung unserer Verfassung zu machen. Und eins muss aber auch klar sein. Für uns ist völlig selbstverständlich, dass das, was sich bewährt hat, nämlich, dass Kinderrechte immer dann besonders gewährt sind, wenn wir starke Familien haben. Wenn wir nicht anfangen, wie es einige hier getan haben, Elternrechte und Kinderrechte gegeneinander auszuspielen, das sind zwei Seiten derselben Familie, meine Damen und Herren. Kinder sind immer dann stark, wenn die Eltern und die Familien stark sind. Darauf werden wir bei der Grundgesetzänderung am Ende auch achten. Das kann ich Ihnen heute schon versprechen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich doch eins noch sagen, wenn 30 Jahre Kinderrechtskonvention jetzt mehrmals angesprochen wurden, die, auch das haben wir gehört, einfach gesetzlich umgesetzt ist in Deutschland. Praktisch für Kinder tun wir doch was durch einfach gesetzliche, durch tatsächlich, durch praktische Politik und nicht durch Grundgesetzänderungen. Ja, das ist richtig als ein gewisses Symbol. Das haben wir jetzt mehrmals gehört. Aber schauen Sie sich doch an, was wir tun. Wir haben über Kindergeld gesprochen, haben was verändert. Wir haben Elterngeld verändert. Wir haben Kita-Ausbau verändert in den letzten Jahren. Wir haben jetzt einen Digitalpakt. Alles das sind bildungs- und familienpolitische Punkte, die Kinder noch unmittelbar nutzen. Wir reden jetzt über Cybergrooming, dass wir da die Strafbarkeit ausweiten, dass wir tatsächlich Angriffspunkte haben. Das sind doch Dinge, die Kinder jeden Tag schützen, meine Damen und Herren. Und dafür brauchen wir keine Grundgesetzänderung. Die ist wichtig am Ende, dass wir, wenn wir da ein klares Signal haben, aber den Schutz von Kindern, von Kinderrechten, das schaffen wir durch tatsächliche, pragmatische Politik jeden Tag und nicht durch Symboldebatten, meine Damen und Herren. Wir haben den Koalitionsvertrag selbstverständlich unterschrieben und Sie haben offenbar, Herr Müller, meiner Rede nicht zugehört bisher. Und das ist das Problem, dass von den Seiten rechts und links dieses Parlaments diese Debatte missbraucht wird, um hier Gerüchte zu streuen. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben uns eben vorgeworfen, wir würden die Kinder als Eigentum der Eltern betrachten. Das ist Ihr Verständnis von Familie. Das ist nicht unser Verständnis, meine Damen und Herren. Und deswegen machen wir auch eine andere Politik als Sie. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich uns alle auf, mit etwas mehr Ruhe, mit etwas mehr Sorgfalt dieses Thema anzugehen. Gerade wenn es um unsere Verfassung geht, sind Schnellschüsse immer falsch. Und deshalb lassen Sie uns abwarten, was die Expertenkommission, was die Bund-Länder-Arbeitsgruppe uns vorschlägt und lassen Sie uns dann in einem abgewogenen Prozess gemeinsam entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 10.552 und 10.622 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Wir kommen nun zu den Tagesordnungspunkten 31a bis 31f.